Sie hatten recht. Der Waffenhändler ist hinter Victoria her. Ich muss ihn aufhalten, bevor er ihr zu nahe kommt. Mann, das ist ja schon längst. Wenn Sie meinen Rat wollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Nein. Weglaufen war noch nie mein Ding. Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Wie sieht's aus? Wait. Bin ich taub? Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Sie versteckt sich irgendwo. Alles klar? Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes. Ich brauch dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Lenny soll mitgehen. Er bringt sie mir, wenn sie sie haben. Was? Dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, der ist unmöglich. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Lenny, gib dem Mann mal Feuer. Komm schon, Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Halt's Maul, Wade! Das ist ein irrer Typ, dieser Wade. Der Mistkerl macht mir Gänsehaut. Deshalb mag ich ihn ja. Blake Dexter ist ein skrupelloses Arschloch. Aber um wen Sie sich Sorgen machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond. Ihm gehört der Wichsenclub an der Bristol Street. Der Kerl bedeutet Ärger, selbst für meine Verhältnisse. Er hat gute Kontakte. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet. Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm. Also, da jeder Cop in Chicago heiß auf ihren Arsch ist, dürfte der sicherste Weg zum Wichsenclub durch die Tunnel am Roxy führen. Viel Glück, mein Freund. Hab ich richtig gehört? Wichsenclub? Naja, jedenfalls willkommen zurück zu Hitman Absolution. Und es ist mal wieder sehr regnerisch. Kurz mal hier durchscannen. Da sind irgendwelche Penner. Oder Obdachlose, um es mal politisch korrekt auszudrücken. Hier kommen wir sicherlich nicht raus. Ne. Deswegen gehen wir mal hier lang. Gegner kann ich noch keine sehen. Okay, Gegner kann ich sehen. Hier kommen wir aber sowieso nicht vorbei. Aber was hat er mir da angezeigt? Irgendwas hat er hier geblinkt von Weitem. Oder? Hat er vor uns irgendwas gesehen? Ach, da oben sind auch welche. Ne, jetzt zeigt er gar nichts mehr an. Na gut, dann habe ich mich wohl verguckt. So, wir gehen mal auf diese Seite. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn der uns hier sieht. Wir haben auch jetzt eine neue Klamotte. Sieht eigentlich ganz schick aus. Die Flaschen nehmen uns mit. Zum heiligen Antonius und zur heiligen Mutter Gottes. Gesegnet sei ihr Name. Ich bete zu ihnen für die Verlorenen, Vermissten und Verschwundenen. Ah ja. Das ist ja schön, dass wir jetzt darüber geredet haben und... Wir lassen ihn mal sein Leben genießen, quasi. Und da sind wieder die Pünktchen. Alles klar, vielleicht ist da die Antwort. So, die brauchen wir nicht. Ist eher uninteressant. Ich nehme lieber die Flasche zum Ablenken, falls es mal nötig ist. Wir müssen wahrscheinlich dahinter.
Was? Okay, da kommt einer. Die Frage ist, wo geht er lang? Okay. Also hier geht er schon mal nicht rein. Müsste die auf jeden Fall mal ablenken, aber ich weiß leider nicht, wie wir das jetzt am besten anstellen können. Hey. Hallo. Mist. Ist da jemand? Kommen wir noch zu zweit. Schlecht. Da ist aber eine Kiste, falls sie jetzt hierher kommt. Können wir uns da theoretisch verstecken? Aber ich habe eine andere Idee. Scheiße, ich habe ja keine. Stimmt, ich habe die ja gar nicht mehr. Kriege ich das hin? Mist. Wir gehen mal in die Kiste. Da scheint noch einer zu sein. Der hat die Schüsse gehört, schätze ich mal. Wir warten mal kurz hier. Es wissen also jetzt zwei Leute davon, dass wir hier sind. Und die müssen wir sozusagen überzeugen, dass wir nicht hier sind. Klingt zwar komisch, ist aber so. Okay. Die suchen jetzt nur noch nach uns, aber sind nicht mehr auf der Jagd. Sichtbar bewaffnet. Oh, das sollte ich vielleicht auch abstellen. Wo? Ach, da oben. Kann der hier runterkommen? Wir können uns aber dabei mal um den anderen kümmern. Oder gucken die sich gerade an? Ja, scheiße. Durchsuch die Gegend! Die Gegend ist sauber, keine Spur von ihm! Ja, durchsuch die Gegend. Komm mal hier hinter, Dude. Der. Ich bin später auf der falschen Seite, ne? Ich hätte den jetzt da hinten umlegen können und dann den anderen. Blöd gelaufen. Hey, was gefunden? Ne. Hier ist rein gar nichts! Verstecken Sie sich vor mir! Nee. Okay, die bleiben jetzt anscheinend dort. Haben wir denn hier noch eine Flasche oder sowas? Wir können natürlich auch dahinter, ne? Aber da gibt's nichts, was wir brauchen. Wir müssen da lang. So, der bleibt stehen und der läuft wieder um die Ecke. Das können wir nutzen. Der kommt aber nicht, nee. Lass mal erstmal fallen. Und bei dem könnten wir jetzt theoretisch von hinten ran, falls das klappt überhaupt. Erstmal verkleiden. Chamäleon. Ich muss nochmal gucken, ob wir da überhaupt hinkommen. Von hier hinten. Wenn nicht, wird's problematisch. Aber sieht gut aus. Oder?
Ach, der steht hier. Na super. Aber ich könnte hier über die, genau. Vielleicht kommen wir da durch. Mal gucken. Dass wir uns vielleicht hinter den schleichen können. Hier müsste ich theoretisch raus. Aber ich komme hier nicht raus. Schade. Hallo? Weiter geht's. Keine Müdigkeit. Oh, Kontrollpunkt. Finde ich gut. Ah. Ende gut, alles gut. So, ab in die Kiste. Du musst dich erstmal erholen. Für den habe ich allerdings ein Säurebad da reingemacht. Also, die Probleme lösen sich dann quasi in Luft auf. So. Da haben wir jetzt hier alles abgefrühstückt. Ist ja schön. Wohin soll ich jetzt? Hier hoch. Auf die Straße. Durch die Tunnel. Na gut, wenn die uns nicht sehen, ist ja alles gut. Da ist noch einer. So, hier hinter kommen wir noch nicht. Wir müssen da runter, ne? Ne. Komm schon. Schneller. Keine Zeit. Können wir den nicht nehmen? Doch. Okay, der kann jetzt hier hinten in die Kiste. Im Moment läuft es ja noch relativ gut. Hier können wir dann nach unten klettern und da müssen wir auch hin. Okay. Dann mal ab runter. Und hier durch. Erstmal das Schloss knacken. Ich hoffe ohne Alarm. So, Gegner ist da oben, aber der ist noch relativ weit weg. Okay. Wir gehen vielleicht erstmal in die Richtung. Falls wir da überhaupt lang kommen, ja. Hier hinten zumindest. Da warten natürlich auch schon die nächsten, aber hier sind so viele Punkte auf der Seite, die wir nutzen könnten. Wir sind also alle bescheuert, was? Hawaii sagt ihn dann wohl auch nicht, oder? Das ist eine Menge gesurft, Kumpel. Ich bin hier, Kumpel, klar. Wir haben ein Mädchen aus ihrem Club gefunden, vergewaltigt und ermordet. Auf ihrer Leiche wurde eine Postkarte aus Hawaii. Wie gesagt, wir wissen nicht das Geringste. Hey, das ausgezählte Menge Freaks. Was die Mädchen in ihrer Freizeit machen, ist nicht unser Problem, Mann. Sie sind ja also nur ein Kauf, die beschissener Huren.
haben Sie gar kein Gewissen. Bei all den Hitten und Ärschen, die jede Nacht im Gesicht haben? Ha, in diesem Hirn ist kein Platz für ein Gewissen. Wie sehen wir für Sie denn aus? Weihnachtselfen, die den Nordpol beschützen? Das hier ist kein nettes Geschäft. Und das hier ist keine nette Gegend, verdammt. Okay, der geht wieder. Und das sind die Türsteher, die passen auf. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir denn da rein? Ach, durch diesen Kasten. Ah. Da muss ich die eigentlich ja nur ablenken, ne? Und das können wir ja ganz gut mit der Flasche. Ah, hier komme ich gar nicht runter, hä? Ist da irgendwie... Oh. Kommt der auch noch zurück, der Typ? Okay, also oben ist irgendwie schlecht, weil ich nicht weiß, wie wir da am besten den Weg nach da unten nehmen können. Aber ich guck mal hier lang. Hier geht's ja quasi ein bisschen runter. Und hier ist auch so ein Kasten, wo wir durch können. Mal gucken. Vielleicht führt er ja direkt dahin, wo ich will. Und das sieht verdammt gut aus. Ja, sehr gut. Ab durch die Mitte. Der Wichsenclub, ja, tatsächlich. Aber mit V. Und mit X. Oh, Hallöchen. Wir müssen aber erstmal hier durch jetzt. Und wir haben keine Karte. Schlecht. Da kommen wir also nicht durch. Und da steht einer. Aha. Wie sind Sie denn drauf? Wenn Sie Titten sehen wollen, müssen Sie bezahlen. Oh, kommen Sie schon, Mann. Henk kennt mich. Henk lässt mich immer rein. Bitte, ist Henk da? Kennen Sie Henk? Henk kennt mich. Ich kenne keinen Scheiß Henk, okay? Aber ich habe eine bessere Idee. Scheren Sie sich zum Teufel und kommen Sie wieder, wenn Sie Geld haben. Und jetzt verschwinden Sie. Okay, schon gut. Aber können Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie Amber was von mir ausrichten? Na klar, Amber. Hey! So, aber wir verlassen erstmal das Spiel und beenden die Folge, denn die Zeit ist ja schon wieder um. Und wir sehen uns dann morgen 17 Uhr wieder. Bis dahin. Tschüss.